Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich den PC von meinem Vater kaputt, also hoffentlich nicht. Aber vielleicht wird er ja kaputt. Ja, genau, jetzt zeige ich euch mal den Fehler bzw. das Problem, was der PC die ganze Zeit hat. Also er lässt sich nicht mehr starten und steht auf diesem Gerät, ist ein Problem aufgetreten, bla 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 bla. Und ja, genau, das wollen wir jetzt lösen. Okay, das ist der PC und dafür habe ich einen Bootstick erstellt und den stecken wir jetzt rein. Aber bevor wir den USB-Stick reinstecken, müssen wir zuerst mal den PC ausschalten. So, geh jetzt aus. Kollege, geh aus. Okay, ich glaube, ihr mag nicht. Dann steck einfach die Steckdosenleiste aus. Jetzt ist aus. Genau, dann starten wir den PC. Und ja, wie ich gerade gesehen habe, ist die Tastatur nicht eingesteckt. Dass ich nicht ins Boot rein kann. Ja, jetzt bin ich wieder zu spät dran. Automatisch Reparatur wird vorbereitet. Schlecht. Nochmal ausmachen. So, aus. An. Nochmal neu starten. So, jetzt müssen wir, soweit ich das gesehen habe, F2 drücken. F2 drücken. Dann sind wir hier im Bootsystem. Genau. Und dann müssen wir das Boot ändern. Aber ich glaube, die Maus ist auch nicht eingesteckt. Deswegen muss ich die Maus jetzt auch noch einstecken. So, sorry, dass ich die ganze Zeit so wackel mit meinem Handy. Hey, hups. So, Boot. Boot Option. Was gibt es da? USB-Stick. Mal sind wir ganz nach oben. So, Boot Option 1. USB-Stick. Dann Exit. Save Changes and Exit. Yes. So, genau. Und jetzt stecken wir den USB-Stick ein. Das Problem ist nur, wo? Es ist kein USB-Slot mehr frei. Upsi. Ja, aber hinten ist sicher noch ein USB-Stick frei. Das heißt, ich stecke jetzt hinten die Maus an. Genau. Und jetzt stecke ich den USB-Stick rein. Den Bootstick. So, select the boot device and press any key. Vielleicht war das der falsche USB-Stick. Okay, einfach nochmal ausmachen. Und an. Aber ich glaube, das ist der falsche. Ups. Muss ich zuerst gucken, welcher der richtige ist. Upsi. Ich habe gerade zwei andere geholt, aber das war unnötig, weil es der richtige war. Genau. Und dann weiter jetzt installieren. Und dann wird das Ganze jetzt installiert und dann sollt ihr hoffentlich wieder starten. Aber jetzt habe ich den Lizenzkey gegeben. Und dann kann man auswählen, Windows installieren, Dateien, Dateinstellungen behalten. Benutzer definiert, neu Windows installieren für fortgeschrittene Benutzer. Ich möchte den neu installieren. Und jetzt gucke ich mal. Ja, genau. Ich glaube, ich lade einfach Partition 2 drüber. Primär weiter. Was die Partition, die sie ausgewählt haben, Dateien oder früher Windows installiert. Okay. Dann. Es funktioniert nicht. Da steht nämlich, es konnte keine neue Partition erstellt oder eine vorhandene hinzugefügt werden. Informationen finden Sie im Protokolldateien zum Setup. Das heißt, irgendwas geht mit der Festplatte nicht. Da der andere ja nicht gestartet ist, beziehungsweise die Festplatte nicht ging, testen wir jetzt die Festplatte an dem PC aus und hoffen, dass das funktioniert. Und dann mache ich den mal auf und zeige euch, wie er innen drin aussieht. Wie man sieht, ist er sehr dreckig. Hier haben wir dann die Grafikkarte und hier sind die Festplatten und die stecken wir jetzt aus und stecken die andere ein. Das ist der PC mit der defekten Festplatte und die baue ich jetzt aus. So, hier haben wir die Festplatte bzw. die SSD und da habe ich die rausgenommen und ich muss alles aufschrauben. Oh, richtig kacke. Jetzt wird den eingebaut. Oh, das ist richtig eklig, der ist richtig dreckig. Ah, naja, das muss man sich hier richtig die Staubwolken schon. Ja, genau. Das muss. Das heißt, ich baue die da jetzt ein. Und hoffe, der startet von dir. Richtig ganz unprofessionell habe ich jetzt einfach die festgesteckt. Und ich habe auch aufgepasst mit den Pins, dass ja nichts kaputt geht, dass es wirklich richtig eingebaut ist. Und dann würde ich sagen, testen wir das aus, ob die startet. Also hoffentlich startet die. So, jetzt gucken wir, ob der PC startet.
Ja. Sieht schlecht aus. Er macht nämlich gar nichts. Aber naja, vielleicht noch warten. Ein bisschen. Okay, es sieht sehr schlecht aus. Es sieht sehr schlecht aus. Oh, und der PC startet. Also ist die Festplatte schon mal nicht kaputt. Da würde ich sagen, testen wir mal, ob eventuell das SATA-Kabel defekt ist. Ich starte jetzt den PC nochmal mit F2, gehen wir ins BIOS-Setup rein. Gehen wir auf Boot. So, dann nehmen wir in der Boot DSPSC, Solid State Drive und dann TSST Kolb. Genau. Und dann auf Boot. Und dann auf Exit. Save and Exit. Yes. So, aber jetzt sollte er eigentlich starten. Bitte. Bitte starte einfach. Sieht gut aus. Er startet! Yes. Es lag einfach an dem Anschluss. Oh, jetzt baue ich die Scheiße wieder zusammen. Einmal den hier und den hier. Und dann geht das Ganze hoffentlich. Oh, er läuft wieder. Und es geht beides. Und ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Und wer möchte, kann gern ein Like und ein Abo da lassen. Und wem es gefällt, der kann es auch gerne in die Kommentare schreiben.